Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf meinem Kanal. Heute zum dritten Teil meiner Beitragsreihe Sony Out of Cam, kreative Fotografie in JPEG macht Spaß. Übrigens, den Look, den ihr jetzt gerade seht, ist genau der Look, den ich jetzt hier eingestellt habe. Also nicht Look, sondern das ist ja meine OOCs, also meine OOC-Settings. Und entstanden ist dieses Setting allerdings nicht zu diesen Lichtverhältnissen. Es war, ich glaube, irgendwann Mitte Dezember, sehr verregneter Tag, sehr dunkel, sehr düstern und wie gesagt ein bisschen Regen. Und da wollte ich dann trotzdem mal losziehen. Hab dann die Sony Alpha 6400, die mich jetzt gerade filmt mit dem 16mm Objektiv von Yongnuo. Und da hatte ich dann ein 27mm Wildtrox Objektiv drauf. Die Bilder habe ich euch jetzt gerade eben schon mal gezeigt, die ich mit der Kamera gemacht habe. Fast alle Möglichkeiten konnte ich denn hier in dieser Kamera, in der Sony A7 IV auch mit eingeben. Allerdings hatte ich hier ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie gesagt, mit Spitzenlichtern und Schatten zu arbeiten. Also die Kamera bietet da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich habe also dieses Setting so ein bisschen auf diese Kamera ein bisschen konfiguriert. Aber wie gesagt, ich schreibe euch das unten in die Videobeschreibung noch mal rein. Einmal das Setting für die Sony A6400 und natürlich jetzt auch für diese Kamera. Natürlich haben wir jetzt komplett andere Lichtverhältnisse, aber ich gehe trotzdem stark davon aus, dass das einigermaßen gut funktioniert. Ich hatte euch ja am Anfang oder im letzten Beitrag hatte ich ja gepredigt, macht doch mal in der Vollautomatikmodus, im Vollautomatikmodus ein Bild und ja, vergleicht es dann mit dem, wie ihr eure Kamera dann anschließend eingestellt habt. Und diese Vergleiche zeige ich dann auch nochmal für euch, damit ihr seht, aha, da ist wirklich ein Unterschied da. Und ich hoffe natürlich, dass es dann alles viel, viel besser wird. Aber das, was ich durch den Sucher jetzt bei den ersten Testaufnahmen gemacht habe, war auf jeden Fall schon so. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen los, fotografiere die ersten Krokusse, die hier aus dem Boden schießen und die Schneeglöckchen. Und dann gehe ich mit euch gleich nochmal ins Wohnzimmer und schnack nochmal über die Einstellung, warum ich das gemacht habe und warum diese Wirkung dieser Bilder dann durch die Einstellung entstanden ist. So, ich gehe jetzt raus und mache, beziehungsweise ich bin schon draußen, mache jetzt noch ein paar Fotos. So, wo fange ich denn mal am besten an? Am besten hier hinten irgendwo. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, die ersten Bilder, die ich euch gezeigt habe, waren natürlich ganz andere Lichtverhältnisse. Es war wesentlich bewölkter, es war alles ein bisschen dunkler und dadurch wirkte das vielleicht noch ein bisschen wärmer, ein bisschen tiefer. Aber wir kommen jetzt zu den Einstellungen. Wie gesagt, das waren die gleichen Einstellungen, die ich auch in der Sony 6400, die mich jetzt gerade wieder aufnimmt, gemacht habe. Übrigens, die Sony A7 IV, die hatte ich dann bestückt mit dem Sigma 35mm Offenblende 1.2. Nur so als Beispiel, damit ihr seht, was es da für eine schöne, weiche Freistellung gegeben hat. Ich habe euch natürlich, und deswegen habe ich es auch reingeschrieben, vorher immer das Bild gezeigt, wenn ich das Rad auf die Vollautomatik gedreht habe und anschließend halte meine Settings.
Kommen wir jetzt dazu, wie habe ich die Kamera eingestellt? Ich hatte euch ja im letzten Teil, ich verlinke euch das da oben nochmal, gesagt, wie ich meine Kamera konfiguriert habe. Das meiste natürlich alles auf die Fn-Taste. Und ich zeige euch das nochmal hier unten in der Aufnahme, wenn ich die Fn-Taste drücke, was ich da belegt habe. So, fangen wir mal ganz von vorne an. Hier auf der linken Seite, der Weißabgleich, den habe ich auf Tageslicht gestellt. Und wie ihr unten gesehen habt, da bin ich dann in den Grünbereich ein bisschen reingegangen. Hier oben seht ihr schon, das ist dann 0,75. Und dann bin ich rechts in den A-Bereich. Ich hab mich immer gewundert, was ist A? Ich hätte jetzt gedacht O für Orange oder sowas. A ist ja die Abkürzung für Amber, also Bernstein. Und das hat mich lange Zeit verwirrt, das wusste ich nicht, weil ich der englischen Sprache leider auch nicht so mächtig bin. Ja, ihr seht, in diese Farbnuance bin ich reingerutscht. Wem das als... Ihr habt ja die Beispielbilder gerade gesehen. Wem das zu orange-gelb ist, der kann natürlich selber ausprobieren, geht dann wieder ein bisschen zurück oder nach vorne. Wie gesagt, das ist eure Kreativität und eure Meinung und euer Look, den ihr dann kreieren könnt. Aber ich habe das, wie gesagt, für mich so eingestellt. Gehe ich nochmal auf die Fn-Taste. Welchen Kreativlook habe ich gewählt? VV2, das ist natürlich Herbstlaub und diesen Look habe ich noch ein bisschen mit dem Kontrast erhöht. Anschließend bin ich in den Spitzenlichtern nach unten gegangen, habe die Schatten etwas erhöht. Verblassen habe ich diesmal nicht mit eingebaut und die Sättigung, weil dieses VV und Velvet, würde ich jetzt mal behaupten, ist mir dann ein bisschen zu farbkräftig. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückgegangen. An der Schärfe und am Schärfebereich, sowohl die Klarheit, da habe ich soweit nichts geändert. Dynamikumfang, weil ich fand, in den dunklen Stellen war mir das manchmal zu dunkel, lag vielleicht auch daran, weil ich den Kontrast ein bisschen erhöht habe, bin ich dann in die Belichtungsstufe DRO, also LV1 reingegangen und ich finde, das ist so im Rahmen, das bewegt sich noch ganz gut und greift da nicht allzu doll ein und fand ich soweit okay für mich. Fokusmodus ist AFS und Fokusfeld habe ich die Mitte fixiert und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, kommt der wichtige Teil, das ist die Messmethode. Und da musste ich dann die ganze Zeit mal switchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Dunkleres fotografiert habe, also dunklere Blüten, dann war das mit der Mitte soweit okay. Habe ich aber zum Beispiel diese Maiglöckchen fotografiert, dann musste ich ein bisschen mehr so die Mitte oder auch die Multimessmethode nehmen. Denn diese Maiglöckchen oder diese Schneeglöckchen, die sind ja weiß. Und das strahlt natürlich im Messwert unheimlich ab und dadurch wurde das Bild insgesamt unheimlich dunkel. Deswegen die Messmethode, ein schöner Punkt wirklich zu selektieren, zu sagen, das möchte ich heller oder dunkler haben, ohne anschließend dann wirklich hier oben am Rad und ihr seht es hier unten im Display auch, mit der Belichtungskorrektur zu arbeiten. Ich bin gerne ein bisschen darunter bei minus 0,3. Wie gesagt, ich kann es auch ein bisschen erhöhen, aber dann, wie gesagt, gefällt mir das Bild. Das ist mir dann in den hellen Bereichen zu viel. Deswegen so ein bisschen Belichtungskorrektur finde ich eigentlich soweit in Ordnung. Und natürlich die anderen Sachen, dass es der Live View eingeschaltet ist, steht völlig außer Frage. Sollte natürlich dann auch so sein, damit ihr wieder erkennen könnt, wie das ganze Bild wird. Und ihr habt gesehen, ich habe es euch vorher immer noch mal gezeigt, wie die Automatik das machen würde und wie ich das gemacht hätte. Das Ganze heißt eigentlich Winterregen, also Winter Rain, und weil ich es zu dem Zeitpunkt natürlich auch gemacht habe und ist Bestandteil nachher auch meines Buchs. Da wird also dieser Look auf jeden Fall noch mit reinkommen. Ich habe natürlich in den Schatten und in den Spitzenlichtern bei der Sony 6400 nicht eingreifen können. Ihr wisst, das Ganze funktioniert natürlich nicht, weil da nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten gegeben sind. Aber wie gesagt, in dem Buch wird das alles nochmal aufgeführt und vor allen Dingen auch gleich unten in der Videobeschreibung schreibe ich euch nochmal sowohl die Einstellung für die Sony Alpha 6400 als auch die Sony Alpha 7.4, ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Da würde ich sagen, ich hoffe, ihr könnt schon mal mit dem Look anfangen, was anfangen, probiert oder experimentiert damit ein bisschen rum. Das Wetter scheint ja immer noch nicht viel, viel besser zu werden. Und ihr merkt selber, Licht ist allgegenwärtig und da reicht manchmal nur eine Wolke, die drüber zieht und schon sieht der Look ganz, ganz anders aus. Und das stellte ich jetzt auch gerade fest. Obwohl ich diesen gleichen Look nachgebaut habe, merkt man doch, wenn andere Lichtverhältnisse herrschen, sieht das Endprodukt, das Bild nachher doch wieder ganz, ganz anders aus. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Viel Spaß beim Ausprobieren, Nachmachen, was auch immer. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Beiträge wieder. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.